Moin, Vicky Krieps, es ist eine ganz freude Schrei zu treffen. Die Leute, die Fenkel und ich kennenzulernen zu Lützeburg, mir vielleicht ganz kurz sagen, was du heute auf der Berlinale musst. Das ist schon ein Film, den er lebt, also für Schmattspielen, Formentera hier stehen. Ja, voilà. Du schaffst auch, reinst du zu Lützeburg oder bist du mehr am Ausland noch weh? Es ist im Moment mehr am Ausland, also mehr in Deutschland, gerade weil wenn Filmen, weil du für mich mehr Möglichkeiten gibt. Immer mehr zu Lützburg. Also ich drehe wahrscheinlich einen Film da, und ich meine ein Stück, das Theater spielen. Und nächstes Jahr ein Stück, wird viel gesehen ist, das Theater spielen. Also, ja. Okay. Aber hast du hier am Talent Campus NRW oder was du einfach, weil du einen Film hat gespielt hast? Ja, weil ich einen Film hat gespielt und an, als Vorbereitung für andere, also einen anderen Film, den ich gedreht habe, Vermessung der Welt, da geht dann schon so, ich weiß nicht, ob ich das Werbung nenne, also dann muss ich den Film schon repräsentieren, verschiedene Empfänge und so Sachen. Und hast du schon mit Leuten geschafft, zu Lützburg, die aus den anderen Regionen von der Großregion kommen? Wüge, dass ich nicht viel zu Lützburg geschafft und ich noch nicht so viel mit Leuten aus der Großregion geschafft. Weil zu Berlin schaffte ich nicht mit Leuten aus der Großregion. Aber zum Beispiel das Stück, was ich mache, da ist eine französische Frau, die das inszeniert, dann so schon ein bisschen. Mehr nicht wirklich, ne. Was hast du da von der Berlinale für heute zu sehen? Eine schöne Zeit. Also ich meine, als Produzent oder wenn ich eine Firma, den ich will verkaufen, ist Berlinale wichtig. Also es ist eine Zucht von Fach, wie für andere Sachen noch. Mehr als Schauspieler sind eigentlich utopisch zu denken, dass ich auf der Berlinale Chance kriege. Also das sind irgendwie keine Lehrer, die ich dann und so. Das ist, ich meine, sind viele Leute, die das Menge mehr. Das ist einfach eine schöne Zeit, ordentlich zu machen, eben die Sachen, die man muss, wo man dann ein bisschen empfangen muss, weil man einen Film muss verkaufen, weil ich so will. Mehr, ich bin natürlich schon professionell. Nicht nur, ja. Und du hast gelesen, hier viel Filme zu gesehen haben? Auch nicht wirklich. Also ich bin nicht akkreditiert. Ich meine, ich kenne mich akkreditiert, los, mich kriegt nie hin, weil man muss ich immer so frei suchen. Und ich hatte auch gar keine Zeit, weil ich die ganze Zeit muss von Druck auf Druck rennen, dann von der ZDF, ob dann Medienbord, dann Heiner und dann so. Ja, leider.